Liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Einführung der Lehrveranstaltung Weltbevölkerung und weltweite Migration zur Demografie unseres Planeten. So ist der gesamte Titel der Veranstaltung und aus diesem Titel können Sie schon einige Schwerpunkte herausgreifen. Vom demografischen Wandel haben Sie bestimmt was gehört. Von der alternden Gesellschaft haben Sie bestimmt was gehört. Migrationsprozesse werden hiermit aufgegriffen. All das wird Sie in den Lernvideos dieser Lehrveranstaltung begleiten. Aber in dieser Einführung wollen wir zum einen uns die Lehrenden anschauen. Sie wollen sich gleich selber vorstellen und die wollen Ihnen auch die Relevanz des Themas noch etwas näher bringen. Und im dritten Schritt werde ich Ihnen einige weitergehende Informationen geben, wenn Sie diese Veranstaltung für Ihr Studium anerkennen lassen wollen, wenn Sie dafür eine Prüfung ablegen wollen, um dann auch die Credit Points zu erwerben. Dann darf ich an der Stelle an die Lehrenden übergeben. Guten Tag, mein Name ist Albert Reiterer. Ich komme aus Wien, habe ein ziemlich buntes Berufsleben hinter mir, war Geschäftsführer in einem Verlag, war dann in der amtlichen Statistik und war dann schließlich jahrzehntelang freiberuflich, im Wesentlichen jedenfalls freiberuflich, in diesem Gebiet, das eben immer an die Demografie angestreift hat. In diesem Sinn habe ich tatsächlich mein ganzes Leben in irgendeiner Weise mit Demografie verbracht. Liebe Studierende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie und erzähle Ihnen eingangs ein bisschen etwas über mich selbst, aber auch über die Bedeutung von Bevölkerung. Ich selbst habe Sozialwissenschaften studiert, dann eine Zeit lang an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, an einem Institut für Demografie gearbeitet, dessen Leiter ich auch war. Ich war dann als Hochschullehrer vor allem in Deutschland tätig, Bamberg, Frankfurt, Berlin, auch etwas in Hamburg, aber darüber hinaus auch in Österreich, der Schweiz und in den USA. Seit einigen Jahren leite ich die Forschung einer großen Bank, die hauptsächlich in der Mitte und im Osten und Südosten Europas tätig ist. Daneben forsche ich weiter in den letzten Jahren vor allem im Bereich der internationalen Migration und ich unterrichte an der Universität in St. Gallen. Ich hatte, als ich den Verlag verließ, eine Möglichkeit in die amtliche Statistik, damals Österreichisches Statistisches Zentralamt, einzutreten und ging dort in die Demografie. Dort hatte ich von Anfang an weg mit Volkszählungen, mit Familien, mit Haushalten, mit anderen Worten mit den demografischen Kernthemen zu tun. Ich war zwar ein bisschen beschränkt auf Österreich, aber mein Interesse ging stets darüber hinaus. Und als ich dann die amtliche Demografie verließ, musste ich allein aus beruflichen Interessen mein Gebiet sowieso ausweiten. Und in diesem Sinn war ich ständig auch in meinen anderen Interessensgebieten, die da sind, Nation, Ethnizität, Minderheiten und so weiter, mit Demografie in irgendeiner Weise beschäftigt. Wieso habe ich mich für Demografie interessiert? Das ist ein Interesse, das schon in meine Schulzeit zurückgeht. In den 60er Jahren gab es 3 Milliarden Menschen. Das Thema rasches Wachstum der Bevölkerung füllte auch die Schlagzeilen der Zeitungen. Man hat im Radio und auch in dem damals noch nicht sehr weit verbreiteten Fernsehen über dieses Thema mehr erfahren können. Die Frage damals war, gibt es zu viele Menschen? Bei mir hat sich diese Beschäftigung auch während des Studiums erhalten und ist später über einen größeren Teil meines Berufslebens auch das Hauptthema meiner beruflichen Tätigkeit gewesen, demografische Forschung. Kinderzahlen, Kinderwünsche, die Frage, warum Menschen in ein anderes Land emigrieren. Ich habe aber auch ein Buch über Säuglings- und Kindersterblichkeit und eines über Schwangerschaftsabbrüche geschrieben. Heute ist Demografie weit darüber hinaus ein zentrales Thema, weil zwar die Weltbevölkerung weiter wächst, wir es aber in etlichen europäischen Ländern inzwischen mit einer alternden und am Anfang für viele überraschend auch schrumpfenden Bevölkerung zu tun haben. Das sind Themen, die uns für den Rest des 21. Jahrhunderts begleiten werden. Migration, Weltbevölkerung, Bevölkerungsentwicklung ist im Grunde
Geschichte der Menschheit, und zwar Geschichte der Menschheit mit Zahlen. Und das fasziniert natürlich einen ehemaligen Statistiker, das fasziniert einen Menschen, der versucht, exakt zu denken. Und darüber hinaus, wir wissen alle, dass Weltbevölkerung eines der Themen schlechthin in der Politik der Gegenwart ist. Was ist interessant an diesem Thema? Die Demografie macht es möglich, die Struktur, aber auch die Entwicklung einer Bevölkerung zu analysieren. Und wir sehen, dass diese Struktur und diese Entwicklung Einfluss auf viele andere Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft haben. Denken Sie nur an den Arbeitsmarkt, denken Sie an die Frage, wie viel Kita- und Schulplätze benötigt werden. Denken Sie an das Thema soziale Sicherheit, die Sicherheit unserer Renten in einem umlagefinanzierten sozialen Sicherungssystem hängt ganz entscheidend davon ab, wie das Verhältnis von Jüngeren zu Älteren in einer Gesellschaft ist. Es ist ein Bereich, in dem wir klarer in die Zukunft sehen können als in anderen, nicht zuletzt, weil es sich um einen langsam nur sich ändernden Prozess handelt. Darüber erfahren wir in der Vorlesung mehr. Welche Vorteile bietet diese Lehrveranstaltung den Studierenden? Es geht hier eigentlich darum zu verstehen, was Bevölkerung bedeutet, dass Bevölkerung nicht bloß eine Ansammlung von Menschen ist, sondern dahinter ein dynamischer Prozess steht. Nicht zuletzt ein Prozess, an dem jeder und jede von uns beteiligt ist. Wer Demografie besser versteht, kann auch besser einschätzen, was noch auf uns zukommt. Wir glauben, dass wir mit diesem Durchmarsch durch die Demografie, denn es ist natürlich ein kurzer Überblick, tatsächlich die wichtigsten Themen in der Bevölkerungsentwicklung ansprechen und dass wir in Kürze eine Grundlage geben, auf der dann auch eine Debatte, eine Diskussion auf realistischer, auf empirischer Basis möglich ist. In diesem Sinn glaube ich, dass Demografie tatsächlich eine Basiswissenschaft für alle, die sich mit sozialen Beziehungen auseinandersetzen, ist. Manche Dinge können wir leichter verstehen, wenn wir erkennen, welche demografischen Veränderungen sich dahinter verbergen. An einer alternden Gesellschaft lässt sich das gut beurteilen, wenn ein größerer Teil der Wählerinnen und Wähler entweder schon im Rentenalter ist oder kurz davor steht. So lässt sich besser verstehen, warum sich die Politik, sagen wir, mehr um das Thema Renten oder um das Thema Lebenssituation älterer Menschen oder um das Thema Pflege kümmert. Vor 40 Jahren war die Bevölkerung deutlich jünger und das Thema Jugend und die Lebenssituation von jungen Leuten war damals den Politikerinnen und Politikern wichtiger als heute. Ich könnte sagen, mein ganzer Werdegang ist ein Muster auch an Demografie, an demografischen Prozessen. Ich bin geboren in einer Bauernfamilie. Ich habe den Schritt nach Wien in die österreichische Großstadt getan. Ich hatte ein Studium in Italien. Ich habe mich stets mit Politik in faszinierender Weise, würde ich meinen, auseinandergesetzt und stets war Weltbevölkerung das Grundthema schlechthin. Weltbevölkerung ist selbstverständlich immer auch ein politisches Thema, aber es ist ein politisches Thema auf einer harten empirischen Grundlage und wenn man Konflikte und wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, dann kann man in diesem Sinn sehr gut argumentieren. Man kann mit Zahlen argumentieren, was immer sehr einfach ist. Und ich würde meinen, dass auch in diesem Sinn Weltbevölkerung und ihre Entwicklung eine gute, eine solide Grundlage für jedes andere Fach ist. Beeinflusst die Demografie mein eigenes Leben? Zweifellos. Aber es ist auch so, dass ich durch mein eigenes Leben die Bevölkerungsentwicklung beeinflusse. Und das gilt für jeden und jede von uns. Wer Kinder bekommt oder sich entscheidet, keine Kinder zu bekommen, beeinflusst die Bevölkerungsentwicklung. Wer übersiedelt, also über eine größere Strecke oder vielleicht sogar in ein anderes Land zieht, beeinflusst die Zusammensetzung der Bevölkerung. Und schließlich wird jeder von uns einmal sterben und damit natürlich auch die Bevölkerungsentwicklung beeinflussen. Es macht es leichter, bestimmte Dinge besser einschätzen zu können, zum Beispiel die Frage der Alterung, wenn man versteht, welche Bevölkerungsdynamik dahinter steht.
Ich freue mich, dass wir in dieser Lehrveranstaltung gemeinsam einige dieser Themen bearbeiten können und freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, dann darf ich Ihnen jetzt einige weiterführende Informationen geben, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, diese videobasierte Lehrveranstaltung für Ihr Studium zu nutzen. Die erste Frage, die wir aufgreifen möchten an der Stelle, ist, für wen ist sie geeignet? Wir bieten diese Lehrveranstaltung Hochschulen deutschlandweit an. Das heißt, wenn Sie ein Student, eine Studentin sind, können Sie diese Veranstaltung nutzen und in Ihrem General Studies Bereich einbringen, anerkennen lassen. Das heißt ja an jeder Hochschule ein bisschen anders. Die einen nennen das Studium Generale oder offenes Studium. Da müssten Sie einfach schauen, was bei Ihnen der richtige Verankerungspunkt ist. Und da helfen wir Ihnen auch gerne. Aber auch für andere Bildungskontexte sind die Lernvideos freigegeben. Sie sind frei zugänglich und abrufbar und können in unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsbereichen verwendet werden. Das Besondere an den Videos, an den Lernvideos ist, dass sie ja wie eine Vorlesung quasi konzipiert sind und sie trotzdem komplett online stattfinden. Das heißt, es gibt keine begleitende Präsenzveranstaltung und sie müssen selbstständig, selbst organisiert und selbst motiviert die Lernvideos durcharbeiten. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Anspruch, der da an Sie gestellt wird, wirklich auch diszipliniert alle Videos durchzuarbeiten und auch mit den Folien sich Notizen zu machen. Sie werden sehen, dass die Veranstaltung, dass jedes Thema gegliedert ist in 3x30 Minuten, in sogenannte Episoden. Die ersten beiden Episoden sind jeweils in Vortragsform gestaltet, so wie jetzt hier mit Folien, die Sie auch herunterladen und für Notizen nutzen können. Und die dritte Episode ist jeweils als ein Interview gestaltet. Und in diesem Interview greifen wir Fragen aus den Vortragsepisoden auf, vertiefen das ein oder andere und schauen, wie die Vortragsinhalte doch noch tiefergehend bearbeitet werden können. An der Stelle mag ich auch auf die Lernplattform hinweisen. Das heißt, es gibt für diese Veranstaltung nicht nur die Lernvideos, die Sie abrufen können, sondern Sie haben auch einen freien Zugang zur Lernplattform, auf der Sie weitergehendes Material wie die Folien oder auch ein Lernbegleitheft nutzen können. Eine ganz wichtige Frage für Studierende ist immer, wie viele Credit Points gibt es für diese Veranstaltung und was muss ich wirklich im Einzelnen dafür tun? Diese Veranstaltung ist ausgelegt auf 3 Credit Points und hat demzufolge einen Arbeitsumfang, einen Workload von 90 Stunden. Jetzt werden Sie schon sehen, wenn Sie die ganzen Videos zusammenrechnen, wir haben nicht 90 Stunden Videomaterial zusammengestellt. Das würde auch bei weitem den Rahmen sprengen. Aber zu diesen 90 Stunden gehört es, dass Sie die Videos ganz gezielt und konzentriert durcharbeiten, dass Sie sich Notizen machen, dass Sie auch die Aufgaben fürs Selbststudium bearbeiten, dass Sie vielleicht den ein oder anderen Literaturbeitrag lesen, um sich weitergehend vertiefend mit dem Thema zu befassen. Und in diesem Workload wird auch die gezielte Vorbereitung für die Prüfung eingerechnet. Wenn Sie dann soweit sind, dass Sie sich wirklich mit dem Gedanken tragen, eine Prüfung zu machen, haben wir hier auf der Folie, und wir legen die auch immer noch mal extra ab auf unserer Lernplattform, eine sogenannte Checkliste zur Prüfungsvorbereitung zusammengestellt. Dass Sie wirklich schauen können, habe ich alles gemacht, um richtig erfolgreich vorbereitet zu sein, um in diese Prüfung zu gehen. Die Prüfung selbst wird eine elektronische Klausur sein. Das sieht so aus, dass wir für die Hochschulen, mit denen wir fest zusammenarbeiten, mit denen wir kooperieren, stimmen wir Prüfungstermine ab. Die können Sie einsehen über unsere Lernplattform und können aus diesen angebotenen Prüfungsterminen frei wählen. Nehmen Sie den ersten, den zweiten oder vielleicht doch erst im nächsten Semester einen Prüfungstermin. Das steht Ihnen frei. Wenn Sie jetzt merken bei dem Blick auf die Lernplattform und auf unsere Internetseite, dass Ihre Hochschule, Ihre Universität noch kein Kooperationspartner ist, dann ist das nicht so problematisch. Sprechen Sie uns an per E-Mail oder auch telefonisch. Wir unterstützen Sie dabei gerne zu schauen, wer an Ihrer Hochschule der oder die geeignete Person ist, um eine Anerkennung zu ermöglichen. Das Prüfungsformat selber, elektronische Klausur, ist schon sehr verbreitet, aber vielleicht haben Sie doch im Rahmen Ihres Studiums noch nicht die Gelegenheit gehabt, eine elektronische Prüfung zu machen.
Dafür haben wir Ihnen hier zwei Links zur Verfügung gestellt. Einmal zur Prüfungssoftware selbst, wo Sie sich die unterschiedlichen Fragetypen anschauen können. Und einmal haben wir direkt eine Demo-Prüfung zusammengestellt, sodass Sie sich mit dieser Prüfungsform, mit diesem Prüfungsformat auch im Vorfeld gut vertraut machen können. Dann bleibt mir an der Stelle nur noch übrig, Sie auf die Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen, per E-Mail, telefonisch, wenn es mal mit den Videos hakt oder Sie Fragen haben zur Organisation der Prüfung oder auch inhaltliche Fragen haben, dann sind wir vom Betreuungsteam der Virtuellen Akademie gerne für Sie da. Ansonsten darf ich Ihnen an der Stelle viel Freude beim Durcharbeiten der Lernvideos wünschen und ja, dann sehen wir uns vielleicht in dem ein oder anderen Video wieder. Dankeschön.